Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der eine oder andere ist ja vielleicht auch PC-Spieler unter euch. Und der kennt ja sicherlich Steam bzw. Valve. Und die haben ja auch vor ein paar Jahren angefangen, so ein paar Hardware-Projekte zu haben. Zum Beispiel gab es da ja die Steam Machines und den Steam Controller. Aber eben auch den Steam Link, was so eine kleine Box ist, die man sich neben den Fernseher tun soll und dann eben auf dem Fernseher den Bildschirminhalt von dem Computer streamen kann. Inzwischen gibt es ja sogar schon ein paar Fernseher, die diese App integriert haben. Und jetzt gibt es eben auch diese App im Play Store. Das heißt, jetzt kommt auch mit Android-Geräten den Bildschirminhalt von einem Computer auf das Gerät streamen. Kann man sich einfach im Play Store runterladen. Dann können wir das öffnen. Und ich habe auch schon meinen Xbox One Controller mit Android gepairt, also mit dem Gerät. Das heißt, ich kann das Ganze auch mit dem Gamepad steuern. Und dann sucht ihr eben auch einen Computer, mit dem man sich verbinden kann, wo man dann diesen Code eingeben muss. Also den Code muss man dann am Computer eingeben. Also 0319. Dann macht er einen Netzwerktest oder einen Verbindungstest. Und dann kann man hier schon aufs Spielen gehen. Und da sind wir auch schon wieder. Es hat noch ein bisschen gedauert. Ein paar Versuche, aber jetzt bin ich immerhin verbunden. Und ich kann das Ganze eben ganz normal mit dem Xbox One Gamepad steuern. Und auch die Verbindung ist ja relativ gut. Aber ich würde mal sagen, dann starte ich einfach mal ein Spiel und zeige, wie so die In-Game-Performance ist. Ich habe keine Ahnung, warum da unten so ein grüner Bereich ist. Ich glaube, weil das Bild eigentlich 16 zu 9 ist. Aber mein Tablet eine andere Bildschirmauflösung hat. Vielleicht zieht das dann aber auch so, dass man den grünen Balken gar nicht sieht. Da ist wohl die Verbindung abgestürzt. Also die Tastenwiedergabe oder die Tasten. Das Tastenforwarding funktioniert gerade noch. Ich kann das Bild von meinem Computer steuern mit dem Gamepad am Android Tablet. Ah, jetzt geht auch die Bildschirmübertragung. Gut. Ich glaube, dann spiele ich einfach mal ein Level, um so die Performance zu zeigen. Also die Störung ist irgendwie nicht ganz richtig. Aber es liegt wahrscheinlich auch am Gamepad und das kann man auch, ja, auch neu einstellen. Aber es lässt sich auf jeden Fall spielen, auch wenn ich gerade nicht so viel sehe auf dem Bildschirm, weil das ziemlich dunkel ist, das Bild. Na, ich würde mal sagen, dann können wir nochmal zum anderen Spiel wechseln. Zum Beispiel zu Spin Tires. Aber die Ladezeiten dauern alle noch ein bisschen noch relativ lange. Und ich glaube auch ein bisschen länger, als wenn man das Ganze direkt am PC starten würde. Aber es funktioniert zumindest auch hier. Hier können wir dann auch weiterspielen. Wenn es dann irgendwann fertig geladen hat. So.
Aber hier sind die Tasten, glaube ich, nicht ganz richtig belegt. Ich glaube, der linke und der rechte Trigger sind vertauscht. Aber zumindest funktioniert das eben auch. Und außerdem kann man, und das ist vielleicht für manche Leute sogar das Wichtigste, aus dem Big Picture Modus minimieren oder sogar verlassen. Und dann kann man hier zum Beispiel auf den Browser zugreifen und irgendwelche Videos angucken. Ich stelle es übrigens gerade über den Touchscreen. Und es läuft eben alles deutlich besser, als es nur auf dem Tablet laufen würde, weil es eben gestreamt wird. Außer das dann auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du mich immer gerne in den Kommentaren fragen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao!